Die diesjährige Let's Dance Staffel neigt sich dem Ende, allerdings nicht ohne die allseits beliebte Profi-Challenge. Die Paare wurden bereits vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Doch welche Tänze werden sie performen? Wie die Tanzshow jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account verkündet, dürfen sich die Fans auf ein spektakuläres Programm freuen. So werden Paul Lorenz, 37, und Ekaterina Leonova, 37, ihr herausragendes Können mit einem Tango, einem Slow Fox und einem Tango Argentino unter Beweis stellen, während Zoll Zandor Cheke, 36, und Martha Arndt, 34, den Zuschauern eine Salsa, einen Jive und einen Samba präsentieren werden. Massimo Sinato, 43, und der frisch gebackene Papa Valentin Lusin, 37, werden unter anderem zu David Geritz, 43. Musik einen Tango, einen Paso Doble, einen Contemporary und eine Freestyle-Performance hinlegen. Michael Tatakin und Katrin Menzinger, 35, wollen mit einem Tango Argentino, einem Samba, einer Rumba, einem Paso Doble und einem Tango von sich überzeugen. Auch Alexandru Ionel, 29, und seine schwangere Frau Patricia, 29, werden auftreten. Das Ehepaar wird einen langsamen Walzer, einen Tango, einen Slow Fox sowie eine Freestyle-Performance tanzen. Anjay Zibis, 36, und Adeline Castaglion werden hingegen bei einem Contemporary, einem Paso Doble, einem Tango, einer Rumba und bei einem Freestyle das Tanzbein schwingen. Auch Fadim Gabusov, 37, und Maria Maxina, 26, kämpfen um den Sieg. Sie treten mit einem Contemporary, einem Slow Fox, einem Wiener Walzer, einem Samba und einem Paso Doble an. Die diesjährige Tanzpartnerin von Let's Dance-Sieger Gabriel Kelly, 22, Malika Chomev, 33, und Fabian Teschner wollen mit einem Paso Doble, einem Contemporary, einem Samba und einem Jumpstyle überzeugen, während Evgeny Vinokurov, 33, und Anastasia Stan einen Tango, einen Samba, einen Paso Doble, einen Slow Fox und eine Rumba tanzen werden. In den Kommentaren wird schnell deutlich, die Let's Dance-Fans sind begeistert. Ich kann mich gar nicht entscheiden, auf welches Couple ich mich am meisten freue, schreibt etwa ein User euphorisch, während ein weiterer kommentiert, ich freue mich schon so auf Freitag. Ich finde alle Paare unglaublich gut. Ich freue mich auf jede und jeden. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Alle tanzen so mega gut und haben eine tolle Ausstrahlung. Mögen die Tänze beginnen, heißt es in einem weiteren Kommentar.